Pastor lässt sich mit vielen Worten beschreiben, von denen nicht alle schmeichelhaft sind. Er war ein Millionär, ein Immobilienbesitzer, der seine Wohnung verfallen ließ, ein Kriegsprofiteur und ein skrupelloser Großhändler, der Opium nach China verschiffte und Indianern Schnaps verkaufte, in vollem Bewusstsein der verheerenden Auswirkungen, die der Drogenkonsum auf diese Völker hatte. Er war auch ein Philanthrop, der die erste große öffentliche Bibliothek New Yorks stiftete. Aber vor allem war er ein visionärer Geschäftsmann der Art, wie sie typisch für Amerika ist. Er besaß ein geradezu unheimliches Geschick, neue Geschäftsfelder zu entdecken und eine zu jener Zeit beispiellose Einsicht in die Zusammenhänge der Weltwirtschaft. Der 1763 in Deutschland geborene Johann Jakob Astor kam kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg in die Vereinigten Staaten und gelangte durch Pelzhandel und Immobilien zu Reichtum. Er galt als erster amerikanischer Multimillionär und hatte ein Vermögen, das heute hunderte Millionen Dollar wert wäre. Im Jahr 1803, als die Gegend rings um sie herum überwiegend brach lag, kaufte Astor ein großes Grundstück, das heute den Astor Place und fast die gesamte Lafayette Street umfasst. Astor erschloss das Viertel unter anderem durch die Errichtung des Opernhauses am Astor Place, der elegantesten Spielstätte jener Zeit, die heute eine etwas weniger elegante Starbucks-Filiale beherbergt. 2 Jahre nach der Eröffnung wurde das Haus Schauplatz des Astor Place Riot. Die Umstände, die zu diesem Aufruhr führten, sind heute schwer nachvollziehbar. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts hegte die irische Bevölkerung New Yorks große Resentments gegen die Briten und gab ihnen die Schuld an der großen Hungersnot, die die Familien in der irischen Heimat zugrunde richtete. Eine Macbeth-Inszenierung des Opernhauses mit einem britischen Schauspieler in der Hauptrolle zog den Zorn gewaltiger Demonstranten auf sich. Die Polizei griff ein und als der Aufruhr unter Kontrolle war, waren 18 Tote und Hunderte Verletzte zu beklagen. Der Aufruhr setzte der kurzen Existenz der Oper ein Ende, aber die Rolle des Gebäudes als Kultureinrichtung, zudem mit Bezug zu Shakespeare, bleibt bestehen. Nach dem Aufruhr wurde das Opernhaus der Mercantile Library übergeben und beherbergt heute das Joseph Papp Public Theater, das Veranstalter des Sommerfestivals Shakespeare in the Park ist.